Servus beieinander. Die Woche war auch nicht recht viel schöner vom Wetter. Haben wir also keinen Zeitdruck. Sonntag ist wieder mal. Ich kann in Ruhe wieder an meiner Sämaschine Mais umrüsten. Und diesmal die Seeschare, der versprochene zweite Teil. So, im Hintergrund sieht man, habe ich schon alles ausgelegt, was wir alles zum Verbauen haben. Das schauen wir uns jetzt nochmal in Ruhe an. Da nochmal eine Darstellung, wie das funktioniert, wenn der Mais von der Schare mit der Luft hinterher kommt, am Boden an die Rolle springt und gleich am Boden festgepresst wird. Den Abstand zwischen Rolle und Schare, den müssen wir dann einstellen. Da gibt es das Werkzeug da dazu. Und je nach Korngröße müssen wir da den Abstand zwischen Schar und Rolle einstellen. Ich zeige euch noch schnell eine Tabelle dazu. So, der Aufkleber an der Maschine, das sieht man jetzt ganz schön, die ermittelte Korngröße, was wir letztes Mal beim Seeaggregat auch eingestellt haben. Und die Korngröße, die Einstellungen von den Fangrollen und die Abstände zwischen Schar und Rolle. Alles schön erklärt. Bevor es jetzt losgeht, sieht man nochmal, wie ich die Maschine hergerichtet habe. Ich habe sie auf Holzstücke gestellt, also dass die Seeaggregate in der Luft haben. Ist auch wichtig, dass man die Bodendruckeinstellung von den Seeaggregaten auf 0 dreht. Das machen wir jetzt dann noch gleich. Und dann können wir anfangen. Und zwar mit der schönsten Arbeit, was mir euch gefreut, das Einhängen von der Zusatzfeder. Den Original Böttinger Schlüssel, drehen wir jetzt das auf Minus, so weit zurück wie es geht. Jetzt ist ganz zurückgedreht und schauen wir uns nochmal die Seeschare an, die, wo wir die aufgebaut haben. Die Serienschar zusätzlich mit dem Maiskanal, da kommt das normale Seekorn. Der Sensor, da ist er nochmal messen kann für unsere Anzeige um, ob eine Belegung oder Doppelbelegung stattgefunden hat und ob der Reihenabstand passt. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit der schönen Arbeit. Mit dem Bolzeneinhänger. So, da sieht man jetzt die zusätzliche Feder von den Seeschar. Warum brauchen wir die Feder? Wir müssen eine zusätzliche Seespitze montieren für das Maissaatkorn. Das braucht natürlich eine tiefere Ablage. Um die zu erreichen, muss unser Seeschar mehr Bodenauflagedruck erreichen. Und dazu nehmen wir die Feder in Betrieb und das geht ganz einfach. Da steckt man gerade den Bolzen durch. Drehen wir uns hin. Und dann kommt der Splintner rein. Und jetzt haben wir die in Betrieb. Für den nächsten Arbeitsschritt haben wir jetzt schon die Druckluftratsche hergerichtet. Mir einen Seeschar gesucht und jetzt schauen wir mal, wo der hin muss. Und zwar haben wir jetzt da eine Schraube mit einer Verschlusskappe, die müssen wir jetzt öffnen. Das werde ich jetzt einmal machen. Es funktioniert wunderbar, wunderbar mit. Da ist man richtig flott unterwegs dann, wenn man das umbaut. Jetzt sieht man den Deckel von dem Seekanalverschluss. Die Schraube nicht mehr.
und die nehme ich dann wieder für meine Schar her. Und die montiere ich jetzt. Jetzt versuche ich mal das bildlich festzuhalten, wenn man die Schar montiert. Da vorne sieht man schon, das ist ziemlich genau gearbeitet. Das fuchst am Anfang ein bisschen, wenn da ein bisschen Dreck dabei ist und dergleichen. Da muss man nämlich in der Halterung einfadeln und da sieht man überhaupt nicht hin. Und darum mache ich erst immer eine Trockenprobe. Und wenn ich dann das Gefühl habe, das hat eingehackt, nachher gehe ich erst mit der Schraube hin. Ein bisschen rein, aber es haut schon hin. So, das war's. Und jetzt geht's weiter mit der Fangrolle. Das sieht man schon, die Schrauben haben ein bisschen länger. Und das mache ich dann auch wieder mit der Druckluftratsche. Einstellung nach Korngröße. In dem Lochbild, wie ich es brauche, schraube ich die dann zusammen. Ziehe ich jetzt noch nicht ganz an, weil jetzt suchen wir unser Einstellwerkzeug, wo ich vorher gezeigt habe. Da muss uns jetzt ein Abstandsstück rein, die Korngröße habe ich gewählt. Und jetzt ziehe ich das schnell an. Jetzt muss ich das Ganze noch 8-mal machen. 8 C-Schare umbauen. Und warum das so ist, versuche ich jetzt einmal ganz kurz zu erklären. Jetzt stellt euch vor, der gelbe Meterstab ist eine Maisreihe mit 75 cm Abstand. Das ist technisch eigentlich gar nicht möglich, weil bei 24 Seeaggregaten 12,5 cm Abstand müsstet die Maisreihe genau zwischen den Seeaggregaten verlaufen. Darum hat der Hersteller im Angebot die Maschine mit 8 Seeaggregaten zum Ausrüsten. Hat man jetzt die Maschine mit 8 Seeaggregaten, muss man ja nicht mehr auf die 75 cm Reihenabstand achten. Sprich, folgendes passiert bei der Saatablage. Die Körner kommen entneben der gedachten 75 cm Linie. So ungefähr muss man sich das vorstellen, dass sie die Seekörner abgelegt haben. Das Ergebnis ist dann, wenn man sagt, 10 Kerndl auf dem Meter, durch das, dass sie ja schon 12 cm so auseinander sind, ergibt sich ja dann ein Muster, wo nachher durchaus die Körner zwischen 16 und 17 cm die Pflanzen nachher später Abstand haben. Theoretisch hat dann die Pflanze zum Wachsen mehr Platz und soll sie natürlich positiv auswirken.
So, das war's jetzt für heute. Keine Dramatik, kein Akt. Die Maschine ist schnell umgebaut. Ich werde wahrscheinlich auch noch einen Teil 3 machen, wenn ich auf dem Feld bin, wenn ich die Saattiefe einstehe, ein Terminal, die Bedienung, sage ich euch auch noch. Zur Technik selber, schaut euch beim Böttinger die Videos an. Die haben mich begeistert und die Kaufentscheidung dadurch. Ich habe jetzt keine schlechte Erfahrungen gemacht damit. 3 Jahre nutze ich das jetzt schon, die Maschine. Also nichts Negatives darüber sagen. Eher Positives. Habe ein paar Felder, wo ich durchaus mit dem Regenwasser, mit Ausspülung ein Problem habe. Und ich brüte mir ein, vielleicht ist es nur Einbildung. Das Saatbeet, wenn mit klassisch wie beim Getreideaussaat hergerichtet ist, empfinde ich nicht so schlimm mit dem Kerndl ausspülen, mit dem Abtragen vom Humus, als wir das die schon erlebt haben mit der klassischen vierreihigen Einzelkorn-Seemaschine. Ist einfach anders, das Saatbeet. Bitte mal halt ein. Also, führt euch. Schöne Woche. Ich höre mich wieder, wenn ich auf dem Feld bin.